Hey ho, hier ist wieder euer Play with Drake mit Let's Play Penumbra. Und ich bin immer noch nicht alleine, nein, mein Kollege, Schrägstrich, Freund ist hier. Sag mal was. Na, Leute, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, je nachdem, wann ihr schaut. Es ist Viertel nach 12. Sag Ja. gute Nacht. Gute Nacht. Je nachdem. Und dieses Mal spiele nicht ich, sondern mein Freund, The Dan. Jo. Dann leg mal los. Hoffentlich habe ich gut aufgepasst, dass ich einigermaßen die Steuerung hinkriege. Und ich kann mich nicht bewegen. Wuhu, warum nicht? Das Problem hatten wir doch letztes Mal auch schon, dass irgendwas mit der Tastatur da nicht so funktioniert hat. Ja. Wenigstens konntest du zurücklaufen. Jetzt geil. Yay! Aber das W nimmt er natürlich nicht. Nee, nicht. Na komm. Ja. Ja, jetzt ist er schon mal Jetzt ist er einen vor Schritt gerade da. gegangen. Jetzt seid ihr live dabei, wie eine Tastatur nicht funktionieren kann. Na, funktioniert's jetzt? Er rennt jetzt schon so auf Ding, ey. Also manchmal macht das, manchmal macht das nicht, ey. Ganz schön plem plem das Ding. Ja, ich merke schon. Ich hätte meine Tastatur mitnehmen sollen, wa? Aber sonst funktioniert es doch überall. Das ist. Obwohl, wenn wir spielen da dran, dann spielen wir was mit dem Joystick. Das ist ja. Penumbra spielen wir ja nicht mit dem Joystick, das spielen wir mit Tastatur. Ja, rück näher ran. Achso, ich soll die Box so näher ranholen. Ach, mach mal Trick 17 mit Selbstverarschung. Jo, legst du am besten mal auf den PC, wenn es geht, wenn das Kabel so weit geht. So. Ich kann mich bewegen! Wuhu! Geht doch alles. Sehr gut, das heißt, ich kann jetzt So, ich vernünftig sitze auch starten. wieder. Dann leg ich mal los. Gut, ich muss mich erstmal kurz an die Steuerung gewöhnen, damit ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe nicht alles gelesen gestern. Eins, der Hammer, gut. Da ist Ducken. Okay. So, was haben wir eigentlich letztes Mal gehabt? Ach, achso, da haben wir den Typen gefunden, der sich die Zunge rausgeschnitten hat. Richtig, und eine ekelhafte Riesenzunge gefunden. Ja, die habe ich ja in die Ecke geklatscht. Wie großartig, ich bin aber. Ja. Wie wechsle ich denn das Licht? Mit F und G, glaube ich, war das. F war Taschenlampe, G war Sehr gut. das Glühlämpchen. Jetzt drin sind, glaube ich, geduckt, oder? Ja, ich habe gedrückt. Ich glaube, wir müssen raus. Wir haben jetzt den Schlüssel für so eine Holztür gefunden. Ja, und da ist ja noch das Loch, wo der Typ wahrscheinlich durchgeschleppt wurde. Und ich Ja. habe immer noch die Vermutung, es war eine Spinne. Eine Spinne. Ja, super, lecker. Oh, lecker. Der Fleisch. Wupp, Jetzt haben wir wenigstens was zu essen. Juhu. wahrscheinlich zum Leben auffüllen, denke ich mal. Falls Nee, uns das. dafür haben wir Schmerzmittel. Ja, was soll sonst sein? Keine Ahnung. Meint ihr, wir bekommen Hunger? Keine Ahnung. Egal. Ich kenne das Spiel nicht. Keine Endlich? Ahnung. Please hold the line. Wuhu, wir gehen wieder Herzen kaufen. Yay. Okay, ziemlich düster. Solange hier nichts ist. Also ich höre nichts. Da. Versteck dich hinter der Kiste. Ich sehe nichts. Scheiße, ist das spannend. Und Drake vermasselt alles mit seinem Gelaber. Aber es ist irgendwie was anderes, wenn man selbst nicht spielt. Was steht drauf? Workshop. Ich glaube, da müssen wir hin. Du musst in eine andere Richtung einfach. Ich weiß, ich wollte eigentlich aber vorher mal zur Karte. Wo waren wir jetzt eigentlich drin? Im Office waren wir, im Storage waren wir müssen jetzt zum Workshop. Gut, Also dann genau machen da wir zum lang. Workshop. Aber ich bleibe geduckt. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Wir wissen ja vom letzten Mal, dass wir hier irgendwas gehört hatten. Aber irgendwie war nichts da. Noch nicht. Da ist eine Tür. Da ist eine Ah, Karte. ne, ich habe die Karte als Tür gerade gesehen. Ja, wir müssen auf jeden Fall da Treffen rein. wir uns Da, doch. Workshop. Da waren wir, da unten waren wir. Ja, dann lass Gut. uns mal in das. Ich habe es mir notiert, ja. Es ist verschlossen.
Dann fahren wir den Schlüssel. Inventar wahrscheinlich ich. Nein, fahren mit Tab. Ah. Oh, da geht die Tür auf. Mach Tür zu. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Verlangen, was vor die Tür zu stellen. Das kennt mir aus Amnesia, dass du das hast. Da ist da was Knochen. Schieb was vor die Tür. Die Tür ist auf. Wieso ist die Tür aufgegangen? Ah ne, doch nicht. Ah. Ich mache mir schon selbst Panik. Ich bin ganz ehrlich, ich höre nicht sehr viel. Da will ich den Fernseher ein bisschen leiser machen. Es ist ja sicherlich eine gute Idee, die Tür zu blockieren, falls diese Kreaturen zurückkehren. Ja, das wir es gerade gemacht haben. Ja, mach. Du strahl doch an, ja klar. Sehe hier. Vielleicht sollten wir den Fernseher vor uns ein bisschen lauter machen, dann hören wir vielleicht ein bisschen mehr was. Es ist halt die Frage, ob die anderen uns dann noch verstehen. Obwohl. Ich hoffe es. Leute, verzeiht, wenn es jetzt in der Ingame jetzt ein bisschen lauter wird, aber. Wir wollen doch ein bisschen was hören. Von dem guten Zeug hier. Was haben wir denn hier gehört? Schatz, da ist was. Ich hab's auch gehört. Da! Ich hab's leuchtende Augen gesehen. What the fuck? Bleib bloß stehen. Ist durch die Tür gekommen. Du Scheiße. What the fuck? Guck mal da zur Tür. Ein bisschen. Vorsichtig. Ich will was knurren. Drück mal die Q-Taste, dann kannst du dich so. Ach du Scheiße, das ist wirklich da reingekommen. Ach du Scheiße. Ja, von wegen, da ist nichts. Da ist es. Was ist das? Guckst du nicht zu lange an. Du bist wie Daniel. Ob du ja verschwindet? Ich habe doch was für eine Tür gestellt. Wie bei mir ist das, interessiert die Viecher nicht. Man fühlt sich nur ein bisschen sicherer. Ist weg. Ich höre aber noch was. Ah, steht fest, wir müssen auf jeden Fall hier weg. Oh. Das ist ein Hund. What the fuck? Oh nein, bitte nicht. Scheiße. Oh, geh weg. Ich habe einen Hammer. Und ich werde die benutzen. What the fuck? Piss dich. Ich habe keinen Hundeleckerli, geh weg. Einfach noch hier. Ich habe was zum Schmeißen, damit ich es abhängen kann. Dörflasch? Das könnte funktionieren. Dörflasch, riecht zum Anbeißen gut. Aber wo soll ich dann hin? Wahrscheinlich den Gang hier lang, ne? Hinten war ein Gang. Da ist die Tür. Zur Tür wollen wir ja nicht, wir wollen ja irgendwie weiter. Okay. Solange das Ding jetzt nicht das Fleisch in deiner Hand riecht. Muss mal ausfinden, wie ich das Scheiß Ding werfe. Ich würde sagen, werf es und hoffe, wenn der Hund rangeht, dass du dann die Beine in die Hand nimmst. What the fuck? Ach du Scheiße. Ich darf mich nicht so schnell bewegen. Ich stell's mir auf die Schnellliste. Ich bin auch doof. Was denn?
Wir haben ein Tor eingeschlossen. Was daran vielleicht befestigen hätten können? Vielleicht. Scheiße. Jetzt knurrt, hat's mich gehört. Licht. Ups. Ja, was hat's jetzt gemacht? Oh nee, da ist es auch nicht. Es frisst. Renn weg! Ah, Scheiße! Renn! Wir rennen! Shift, Tap, keine Ahnung! Lauf, Schlampe! Ah, nein, das passt nicht. Nichts ist gewisser als der Tod. Nichts ist ungewisser als eine Stunde. Stunde? 0 Uhr 27. Also Leute, wenn der Tod kommt, dann um 0 Uhr 27. Ich bin überlegen, ob ich das Ding vielleicht aufstellen kann. Probier's aus. Ich weiß nicht so aus. Will ich jetzt auch nicht so sagen. Nein! Das ist für die dabei gedacht. Ich muss jetzt wegklicken. Ich würde sagen, anstatt uns dann da lange aufzuhalten, nehmen wir gleich die Beine in die Hand und rennen dann da lang. Mach mal Licht, du siehst ja nichts. Das ist Absicht. TNT! Du rennst direkt zum TNT. Da sollten wir das meiden. Da wird gleich das Hündchen sein. Jupp. Das Höllenhündchen. Also mit Q gucke ich noch da. Wie gucke ich denn zur anderen Seite? Nehmen das W, das ist die Taste. Was ist das? Das ist E. Okay. Also ehrlich, ich traue mich gerade nicht, das dann zu machen. Obwohl wir mit dem Hammer überhaupt was erreichen könnten? Man wäre man jetzt froh über ein Messer oder über irgendwas recht, du machst das, dann kannst du ja kommen. Dieser alte Zementmischer hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Tja, wir haben alle bessere Zeiten gesehen. Da ist das Hundi. Hundi! Wir haben TNT. Ja, ich glaube, das brauchen wir auch, das TNT. Wir müssen da irgendwas aufsprengen. Da hat der Typ drauf geschrieben, dass da der Weg verschüttet ist. Ich glaube aber, das ist auch irgendwo hier in der Nähe. Guck dich mal um. Ich will kein Licht mehr machen hier. Hinter dir? Muss man das echt schleppen eine ganze Zeit lang? Scheinbar. Guck mal links da, wo das TNT fast eigentlich steht vor der Wand. Müssen wir scheinbar schleppen. Ich muss diesen komischen Köter wegbauen. Wurde sicherlich für Sprengarbeiten hier in der Mine benutzt. Allerdings sehe ich keine Lunte. Ich weigere mich da TNT ganz vorzulesen. Das Trinitinol oder wie auch immer das hieß. Wir müssen aber dran vorbei, scheiß nichts. Jo. Wir brauchen Licht. Wo hast du denn das Fleisch da hingeworfen? Hundi! Du weißt, dass du nicht schnell laufen kannst, sondern das fast mit Y. Ne?
Jetzt frisst er. Noch frisst er. Guck dir den Hund nicht so lange an. Jetzt kriegt Philipp noch Komplexe. Ich muss ihn gucken. Er frisst noch, hau endlich ab. Jetzt frisst er nicht mehr. Die Frage, wie weit kann ich dieses scheiß Dörfleisch werfen? Wahrscheinlich nicht weit genug. Das ist jetzt da hinten erstmal. Zu viel. Frage ist, wie lange? Die Lichtschienen kommen immer gut. Ich zieh jetzt die rückwärts. Wo musst du rein? Da kommen wir rein. Und das war's mit. Prima, verrostete Eisenräder. Überbleibsel von einer vergangenen Industrie. Ära. Industrie-Ära, ja. Da können wir rein. Würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Das Hund interessiert uns. Interessiert sich nicht für uns. Gott sei Dank. Puh. Wo sind wir hier? In der Sackgasse. Na super, was ist da drin? Stein. Oh, Holz, irgendwas. Mach nicht so viel Krach. Nee, Alter. Eine Werkzeugkiste ist das. Ja. Mach mal Licht ein bisschen. Sicher? Ja. Ich nehm's auf meine Kappe. Ich hätte jetzt eher den Glühstab genommen, aber. Geht's noch lang? Dann gehen wir mal da lang. Explosives, neu. So viel zum Thema Workshop. Jetzt sind wir doch zuerst zum Explosiven gegangen. Jo. Das ist der einzige Gegner draußen, der ist eingestürzt. Meine Notiz. Ich liebe meine Werkstatt. Ich habe heute bereits zwei leckere Spinnen gefangen. Eins konnte ich dir sagen, die schmecken echt gut. Gestern konnte ich mir glücklicherweise vier Stück einverleiben. Gib acht, hat mir Red neulich zugeflüstert. Keine Ahnung, was er damit sagen wollte. Wieso so? Soll ich acht geben? Ich habe doch zu meiner eigenen Sicherheit ein Tastenfeld an der Tür angebracht. Manchmal ist Red aber auch wirklich komisch, als würde sein Verstand hin und wieder rückwärts arbeiten. Ein Code. Ja? Ja. Ich werd euch weiß noch schon. Moment. 8, 4, 1. Zwei. Ja. Ist ja nicht schwer. Aber ich rückwärts. Waren ja auch keine Winkel mit dem Zaunfall, dass sie so groß geschrieben sind. Schleg mal das TNT fast da rein. Ich denke mal, das ist ganz gut, dass sie es mitgenommen haben.